Ja, danke schön. Schönen guten Morgen. Darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz, gemeinsam mit unserem Fraktionssprecher aus dem Hypo-Untersuchungsausschuss. Wir haben uns drei Themen vorgenommen, die wir relativ kurz und knackig machen wollen, weil wir wissen, dass auch die Journalisten immer unter Stress sind. Kurz ein paar Worte zum Aktuellen, das werde ich machen, dann Zwischenbilanz, Hypo-Untersuchungsausschuss wird der Christoph Staudacher machen und dann werden wir noch kurz unsere Kampagne vorstellen, einen nächsten Teil unserer Kampagne, den wir starten werden mit Mitte der Woche. Vielleicht zur aktuellen Situation generell in unserem Land. Wir haben aus meiner Sicht so ein bisschen eine Schockstarre in Wien. Die ÖVP steckt im Korruptionssumpf und ist offensichtlich handlungsunfähig, was die Grünen ausnutzen und ihre fundamentalistische Politik in unserem Land versuchen umzusetzen. Mit denen sind wir konfrontiert und sind zwei ÖVP-Landesgranten gerade zurückgetreten. Und nach dem Gesetz der Serie sind es immer drei. Also ich frage mich, wer ist der Dritte? Das ist jetzt die große Frage. Und was passiert dann weiter auf Bundesebene? Das einmal die Situation in Wien, aber jetzt gleich den Sprung zu Kärnten und was meine ich mit fundamentalistischer linker Politik und grüner Politik, die man jetzt versucht umzusetzen. Zuerst der Anschlag von der Frau Zadic auf unsere Gerichtsbarkeit in Kärnten. Hier ist aufgepoppt, was uns geheim zugespielt worden ist, ein Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass das Landesgericht Klagenfurt und auch das Bezirksgericht in Villach und Völkermarkt zweisprachig werden sollen und die Frau Zadic hier nicht nur ein Arbeitspapier, sondern ein Gesetz vorbereitet hat. In Kärnten sind offensichtlich von der Landesregierung Personen involviert. Wir wissen bis heute leider noch nicht, wer das ist, obwohl wir es letzte Woche auch gefordert haben, dass man uns hier aufklärt. Aber man hält das geheim. Also hier will man offensichtlich auch über die Kärntner Bevölkerung und vor allem auch über die Gerichtsbarkeit in Kärnten drüber fahren. Gestern der nächste Anschlag von der nächsten Ministerin, von der Frau Gewessler, die den Ländern die Kompetenz entziehen will, was die erneuerbaren Energien betrifft und den Ausbau der erneuerbaren Energien und hier diese Kompetenz abzuziehen und über die Länder und die Menschen in unserem Land drüber zu fahren. Also wir werden das sicher nicht auf uns sitzen lassen. Und die Frau Gewessler, und ich richte es auch ihr heute von hier aus und ich werde auch jede Gelegenheit im Parlament nutzen, ihr das zu sagen, soll vor der eigenen Tür kehren, soll einmal schauen, dass in Wien das aufgeholt wird, was in Kärnten schon lange umgesetzt wurde. Wenn man ihre eigene Broschüre auf ihrer Seite, also Bundesministerium für Klima- und Umweltschutz, anschaut, Energie in Österreich, Zahlen, Daten, Fakten, dann möchte ich Ihnen nur zwei Zahlen daraus nennen. Wien, die Stadt Wien, hat derzeit 9,5% des gesamten Bruttoenergiebedarfs aus erneuerbarer Energie und 14% des Strom, der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie. Also 9,5 und 14,1 durch erneuerbare Energie gedeckt, womit Wien in beiden Kategorien deutlich unter dem Österreich-Schnitt liegt. Wenn wir uns das in Kärnten anschauen, dann hat Kärnten in dem ersten Bereich 55,1% des gesamten Bruttoenergiebedarfs und 100% des Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie. Also wir haben 100%, Wien hat 14,1%, was Stromerzeugung betrifft, aus erneuerbarer Energie. Und die Frau Ministerin will uns von Wien aus ausrichten, dass sie bei uns drüber fährt und in den Kärntnern Windrädern auf die Berge stellt. Und das in einer Situation, wo die Menschen nicht mehr wissen, wie sie das täglige Leben finanzieren sollen. Die Strompreise explodieren, die Treibstoffpreise explodieren, die Lebensmittelpreise gehen in die Luft. Also es ist wirklich dramatisch. Man will jetzt auch hier wieder die nächste Ungerechtigkeit, den sogenannten Klimabonus, und der Erwin Zankl von der Kleinen Zeitung hat es auf den Punkt gebracht, den Klimabonus mit der Gießkanne über Österreich verteilen. Das heißt, es gibt keine Differenzierung mehr zwischen der Stadt Wien oder dem urbanen Raum, wo die U-Bahn, die S-Bahn, die Straßenbahn, Öffis vor der Tür stehen, im 2-Minuten-Takt fahren und dem ländlichen Raum, wo wir das alles nicht haben. Also jeder soll 250 Euro bekommen, egal ob in Wien oder irgendwo bei uns in einem Seitental. Also der nächste Anschlag auf den ländlichen Raum.
Und wenn man glaubt, das Ganze dann noch mit Windrädern noch die Umwelt retten zu können, also ich frage mich, wo ist der Hausverstand? Ein Windrad braucht so viel Fläche wie 4 Einfamilienhäuser, gar nicht davon zu reden, was für Straßen, was für Infrastruktur gebraucht wird, um das Windrad dorthin zu bringen, wo es hin soll, bei uns eben in die Berge oder auf die Berge, und dann auch den Strom abzuleiten. Kärnten ist ja bekannt, wir haben das derzeit schon das weitreichendste Netz, Energienetz und damit auch den höchsten Strompreis in ganz Österreich. Und dann werden wir jetzt noch zusätzliche Netze, sprich Leitungen, Freileitungen auf die Berge hinaufbauen. Also ich stelle mir das wirklich dann wirklich schön vor, wenn ich dann in Zukunft auf der Alm sitze und keine Glocken mehr her von einer Kuh oder ein Bläken von einem Schaf, sondern das Windrad rauscht und das letzte Raufußhund und in ein Rotorblatt fliegt von einem Windradl. Also das wollen wir nicht, dagegen werden wir uns wehren. Und ich frage mich, wie lange sich das die Bevölkerung auch in unserem Land noch gefallen lassen wird, dass man hier vom Wien draußen über Kärnten rüberfährt. Und was ich wirklich vermisse, ist der Aufschrei der Landespolitik, sprich der regierenden Landespolitik. Ich habe bis heute keine Stellungnahme gehört von der zuständigen Landesrätin, von der Frau Schaar. Der Herr Gruber sagt nichts, der Herr Landeshauptmann sagt nichts. Also offensichtlich nimmt man das zur Kenntnis, dass Wien über Kärnten drüber fährt. Also wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann sollte man es vielleicht gleich lassen und auch in Kärnten drüber nachdenken, ob es nicht gescheiter wäre, in Neuwahlen zu gehen. Das wäre es einmal von mir, von meiner Seite. Bitte, Christoph, dass du zur Hypo was sagst. Zwischenergebnis. Ja, danke, Herr Parteiobmann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ein herzliches Grüß Gott von mir hier in den Räumlichkeiten des Freiheitlichen Landtagsclubs. Es geht heute ein Update entsprechend der ersten Ergebnisse rund um den Hypo-Untersuchungsausschuss zu geben. Trotz geschwärzter Akten und massiver Blockiererei durch SPÖ und ÖVP ist doch einiges bereits ans Tageslicht gekommen. Das möchte ich heute hier einmal kurz zusammenfassen. Geschätzte Damen und Herren, die Kärnten-AFPÖ hat den Hypo-Untersuchungsausschuss eingerichtet, um entgegen der Behauptungen herauszuarbeiten, warum Kärnten 1,2 Milliarden zahlen muss. Denn dieser Beitrag ist ungerecht. Und die ersten Zwischenergebnisse, geschätzte Damen und Herren, liegen hier vor. Und es zeigt sich jetzt schon, dass alle von der Hypo profitiert haben, aber de facto Kärnten durch die Finger schaut. Herausgearbeitet haben wir das im Hypo-Untersuchungsausschuss und geschätzte Damen und Herren, im Jahr 2016 wurde die Hypo mit rund 6 Milliarden Euro viel zu niedrig und somit falsch bewertet. Mit dem Kärntner Beitrag sind wir gesamt auf 13,4 Milliarden gekommen, also weitaus mehr als das Doppelte. Und zur Erinnerung, geschätzte Damen und Herren, selbst die vermeintlichen Haftungen der Hypogläubiger waren rund 11 Milliarden Euro. Im Ergebnis zum Vergleich 2016 schaut das jetzt so aus, dass die vorrangigen Gläubiger 100% ihres Geldes bekommen. Was meine ich damit, geschätzte Damen und Herren, zusammengefasst? Der 1,2 Milliarden Beitrags Kärntens war in der Rückschau ungerecht und unfair. Und deshalb müssen wir alles unternehmen, damit dieser Beitrag zurückgezahlt wird. Ich möchte es hier anhand einer Grafik haben wir dementsprechend auch zeigen. Die Prognose 2016 war 6 Milliarden Euro. Das Ergebnis 2022, auch im Untersuchungsausschuss dementsprechend vorgelegt, beträgt mit dem Kärntenbeitrag von den 1,2 Milliarden Euro 13,4 Milliarden Euro. Und Kärnten darf 1,2 Milliarden Euro zahlen und bleibt de facto als einziger hier auf der Strecke. Und das kann es nicht sein. Und da fordern wir endlich, dass es einen Schulterschluss gibt, hier gemeinsam gegen den Bund aufzutreten und diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Geschätzte Damen und Herren, aber es gibt natürlich auch Gewinner bei der Hypo. Und das ist einmal zum einen der Selbstbedienungsladen der Hypo-Heta-Verwertung. Geschätzte Damen und Herren, neben den Beratern und Vorständen waren das vor allem zwei Wiener Vorstände Geschäftsführer, nämlich der Herr Diplomkaufmann Mendel, eigentlich ein Bayer, der sogar als Bayern-LP-Chef im Gespräch war, und der Herr Berner, die zusammen über 2 Millionen Euro erhalten haben, weil die Hypo-Verwertung dann doch so gut gelaufen ist. Und man muss sich das jetzt einmal vorstellen. Die Herren haben im Finanzausschuss des Kärntner Landtags kommuniziert, dass die Vermögensverwertung 6 Milliarden
Euro bringen wird und dass Kärnten auf einem Milliardenloch von 5 Milliarden Euro sitzen bleiben wird. Faktum ist, dass über 12,2 Milliarden erlöst worden sind, also das Doppelte, und die Herren haben sich dann im Nachhinein für diese Analyse 1,5 Millionen Euro Bonus der Herr Mendel und 600.000 der Herr Berner genehmigt. Also geschätzte Damen und Herren, das stinkt zum Himmel und das ist mehr als hinterfragenswert, was hier in diesem Bereich gelaufen ist. Aber nun zu einer ganz einer essentiellen Geschichte, und das war die Befragung vom Herrn Finanzminister Spindelegger im Untersuchungsausschuss am Freitag. Und da muss ich wirklich sagen, hat der Herr Finanzminister Spindelegger im wahrsten Sinne des Wortes eine Bombe platzen lassen. Der Herr Finanzminister gab zu Protokoll, dass Kärnten mit einer Zahlung von 500 Millionen Euro aus dem Schneider gewesen wäre. Konkret, geschätzte Damen und Herren, jetzt auf die 1,2 Milliarden gerechnet, hätte sich Kärnten 700 Millionen Euro erspart. Der damalige Finanzminister sagte unter Wahrheitspflicht aus, und das ist jetzt wesentlich, dass die damalige SPÖ-ÖVP-Bundesregierung unter SPÖ-Bundeskanzler Faymann beschlossen hat, dass ein Konkurs der Hypo Bank, die im Eigentum der Republik Österreich stand, ganz klar ausgeschlossen war. Die Vermögenswerte sollten in Ruhe abverkauft werden, sodass am Ende kein Schaden entstanden wäre. Und damit wurde bekräftigt, dass auch etwaige Haftungen des Landes Kärnten für die Hypo niemals zum Tragen gekommen wären, weil es ganz klar kommuniziert und abgesprochen war auf Bundesebene, dass man diese Bank nicht in Insolvenz schickt. Und deswegen, geschätzte Medienvertreter, ist es für mich unverständlich, warum SPÖ, Kaiser und Co. ihr Heta-Hypo-Märchen mit den drohenden Insolvenzverfahren des Landes Kärnten immer noch aufrechterhalten. Also das hat der Herr Spindelegger unten unter Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss auch entsprechend so ausgeführt. Aus unserer Sicht, uns geht es um das Land, uns geht es um Kärnten, geht es jetzt darum, endlich eine Kärntner Geldrückholaktion zu starten. Parteiübergreifend müssen wir jetzt gemeinsam alles unternehmen, um die zu viel gezahlten Millionenbeträge nach Kärnten zurückzuholen. Der gesamte Kärntner Betrag von 1,2 Milliarden war in der Nachschau ungerecht und unfair. Das haben wir mit Beweisen dementsprechend im Untersuchungsausschuss auch untermauert. Bitte, Herr Patermann. Danke, Christoph. Also für mich unverständlich, muss ich ehrlich sagen, wie viel wir schon damals in Wien 2015 mit dem Gernot Dahmann gemeinsam Munition für die Kärntner Politik geliefert haben, um gegen den Bund und vor allem gegen die Bayern, die sich heute noch den Bauch halten vor lauter Lochen draußen, aufzutreten, weil die Bayern, darf man nicht vergessen, kriegen jetzt fast 6 Milliarden Euro zurück. Das waren diejenigen, die den Expansionskurs, den extremen, nach Südosteuropa, deswegen haben sie ja die Hypo übernommen, aber auch nach Osteuropa noch zusätzlich ausgedehnt haben und 100% Mitverantwortung tragen für das, was bei der Hypo passiert ist. Und die kriegen jetzt 6 Milliarden zurück als Belohnung, nur weil Österreich so schlecht verhandelt hat beim Rückkauf der Bank. Aber vielleicht, wie gesagt, der Christoph hat schon gesagt, wir haben jetzt schon sehr viel geliefert aus dem Hypo-Untersuchungsausschuss in Kärnten. Vielleicht werden die anderen Parteien schön langsam munter und kämpfen mit uns gemeinsam für Kärnten und schauen, dass Geld zurück reinkommt. Argumente gibt es genug. Aber jetzt da zum letzten Punkt von uns, zu unserer nächsten Kampagne. Vielleicht noch einmal einleitend und überleitend, warum diese Kampagne. Wir haben ja letztes Jahr schon eine Klausur gehabt mit den Freiheitlichen und haben dort drei Schwerpunktthemen angekündigt, die wir auch mit entsprechenden Projekten und entsprechenden Forderungen und auch Vorschlägen untermauern wollen. Das eine hat man jetzt schon übernommen in der Landesregierung. Gestern hat der Herr Landeshauptmann gesagt, bei den Veranstaltungen, bei denen ich ihn getroffen habe, dass er jetzt im nächsten Jahr ein Jahr der Volkskultur machen will. Also diese Kampagne können wir uns sparen. Das wurde von Landeshauptmann und von der Landesregierung offensichtlich schon übernommen. Wir freuen uns darüber, dass die Volkskultur wieder einen anderen Stellenwert bekommt, einen besseren Stellenwert bekommt in Kärnten und dass eine unserer Forderungen schon umgesetzt wurde. Das nächste ist, diese Landesregierung ist angetreten, vollmundig, mit dem Versprechen, kinderfreundliches Land Europas werden zu wollen. Zurzeit sehe ich maximal windradfreundliches Kärnten oder wolfsfreundliches Kärnten, wenn man sich anschaut, was der Wolf anrichtet, und eine
wie wir sie auch kritisiert haben, nicht umsetzbare Verordnung von Herrn Gruber wirkungslos ist und kein einziger Wolf bis jetzt erlegt worden werden konnte, aber mittlerweile hunderte Schafe und auch jetzt mittlerweile Pferde und Rinder angefallen werden und täglich verletzt oder gerissen werden. Was ist aber mit dem kinderfreundlichsten Land Kärnten geworden, also außer der Ankündigung nichts. Wir haben deshalb auch, was dieses Thema betrifft, einen Vorschlag, was Familien und Kinder betrifft. Und das zweite Hauptthema, wo es ja auch einen eklatanten Mangel und ein Problem gibt, ist der Bereich Pflege. Das heißt, für diese beiden Bereiche, Pflege und Kinderbetreuung, haben wir konkrete Vorschläge und das ist auch unser nächster Teil unserer Kampagne Blau gedacht. Das heißt, wir fordern im Bereich Kinderbetreuung einen echten Gratis-Kindergarten. Das heißt, der Kindergarten soll ab dem ersten Lebensjahr gratis sein, nicht nur mit einer Zuzahlung, wie es jetzt mit dem Kinderstipendium in Kärnten so eine Halb-Halb-Lösung gibt, sondern es soll einen völlig beitragsfreien Kindergarten geben. Ich habe dazu auch schon Anträge im Parlament eingebracht, die wurden von NEOS und SPÖ im Parlament unterstützt. ÖVP und Grüne haben sie bis jetzt abgelehnt. Und es soll eine Finanzierung geben, so wie es das im Pflichtschulbereich auch gibt. Ab dem Pflichtschulalter fragt auch niemand mehr die Eltern nach einem Beitrag. Und die Elementarpädagogik ist eine ganz wichtige Säule mittlerweile in der Bildung. Und es gibt auch von Eco Austria eine Studie, die das belegt, dass es auch mittelfristig für den Staat finanziell sinnvoll ist, so etwas zu tun. Also einen echten Gratis-Kindergarten ist unsere erste Forderung. Dazu wird es eine Kampagne geben. Das zweite Thema, was Kinderbetreuung betrifft, da sind wir immer noch ein bisschen alleine. Da gehen die Roten und die Neos nicht mit. Das ist das Thema Kinderbetreuung zu Hause. Das heißt, wir wollen auch hier die Freiwilligkeit den Familien lassen und sie sollen selbst entscheiden. Also die Mutter oder der Vater soll selbst entscheiden können, geht das Kind in den Kindergarten oder will ich bei meinem Kind zu Hause bleiben und das Kind einfach zu Hause in den ersten Lebensjahren betreuen. Und dafür soll aber auch die Familie, sprich die Mutter, eine Zuzahlung bekommen. Und das ist der sogenannte Familienscheck, den wir fordern. Das heißt, dass Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen, auch eine entsprechende Unterstützung, finanzielle Unterstützung vom Land oder Bund bekommen. Das unterscheidet uns hier von den anderen Parteien. Also beim Gratis-Kindergarten wären wir vielleicht noch gemeinsam unterwegs, aber das ist eine Forderung, die bis jetzt nur von uns unterstützt wird. Wir sehen das auch in der jetzigen Phase, dass die Leute wirklich es schwierig haben, mit dem, was sie verdienen, auszukommen, weil alles teurer wird, auch als eine sinnvolle Maßnahme und einer direkten Hilfe für diejenigen, die es brauchen. Und das sind primär Familien mit Kindern und vor allem hier die Alleinerziehenden. Also die es wirklich schwierig haben, die sich das Leben nicht mehr leisten können. Und da habe ich heute, ich weiß es, bei uns ein Kindergartenplatz kostet, egal ob halbtags, bis hin zu ganztags zwischen 80 und 130, 150 Euro. Und das wäre eine wirkliche Entlastung für diese betroffenen Familien und vor allem für die Alleinerziehenden. Und natürlich muss dazu der Kindergarten entsprechend ausgebaut werden. Wir haben in Mühldorf, meiner Heimatgemeinde, seit 2004 altersübergreifende Kinderbetreuung, ganztags Kindergarten, Nachmittag Hort und auch in den Sommerferien durchgehend offen. Das heißt, das ist ja ein Riesenproblem, dass heute im Sommer natürlich die Eltern nicht Ferien haben und zweieinhalb Monate frei haben, sondern eben auch nur maximal 14 Tage Urlaub haben und so müssen auch die Öffnungszeiten bei den Kindergärten sein. Also dieses Thema ist für uns ganz was Wichtiges und vor allem auch jetzt in der Teuerung ein entsprechend wichtiges Thema. Das zweite Thema ist der Bereich der Pflege. Auch im Bereich der Pflege fordern wir einen Pflegescheck. Wir haben die Situation, dass ca. 20% der zu Pflegenden in stationärer Pflege sind, sprich in Heimen. Das ist die teuerste Pflege. Wir wissen, dass ein Platz in einem Pflegeheim zwischen 3.500 und 4.000 Euro kostet im Monat. Also es ist die teuerste Form, wird auch auf Dauer nicht finanzierbar sein und viele ältere Menschen wollen einfach, solange es geht, zu Hause bleiben. Nur diejenigen, die zu Hause sind, kriegen wesentlich weniger Unterstützung aus der öffentlichen Hand. Wir haben das Pflegegeld, aber das kriegt ja der im Heim ist auch.
zusätzliche Unterstützung bekommen die keine, müssen aber dann mobile Pflegedienste finanzieren, müssen entsprechende Unterstützungen finanzieren, die sie brauchen, teilweise Umbauten in den Häusern finanzieren und. Und es muss sich jemand aus der Familie darum kümmern. Und da ist das Riesenproblem, dass derjenige dafür nichts bekommt und vor allem auch sozial nicht abgesichert ist. Das heißt, wir wollen mit einem Pflegescheck in einer Größenordnung von 1.000 Euro diesen Personen, die hier den Zupflegenden daheim helfen und zur Seite stehen, die Möglichkeit geben, dass sie sich sozial absichern können, dass sie sich versichern können, dass sie professionelle Pflege zukaufen können und eben auch noch ein bisschen Geld verdienen für das, dass sie auf die Elternleute zu Hause schauen. Also auch das eine sozialpolitische sinnvolle Maßnahme und vor allem notwendig, weil sonst werden wir im Pflegebereich einen Crash erleiden. Das nächste Thema ist das Personal. Wir brauchen bis 2035 aus heutiger Sicht 75.000 zusätzliche Pflegekräfte, die es nicht gibt, die wir nicht haben, die es auch kaum geben wird. Es wird auch die Unterstützung aus dem Ausland in dem Bereich immer schwieriger und geringer. Das heißt, wir werden müssen schauen, dass wir selber Leute aufbauen. Da wehrt man sich bis jetzt dagegen, gegen die Pflegelehre. Also wir fordern nochmals die Pflegelehre, machen dazu auch eine entsprechende Kampagne, dass man vielleicht mit Unterstützung der Bevölkerung doch ein Umdenken hier erreichen kann, dass die Politik, die regierende Politik auch in diesem Bereich umdenkt. Da kommt immer das Argument, dass man einen jungen Menschen nicht in die Pflege oder zu einem pflegenden Menschen hinlassen kann, ist auch nicht angedacht. Das soll natürlich sehr vorsichtig passieren, dass in den ersten Jahren nicht direkt am Zupflegenden gearbeitet werden soll oder muss oder nur eingeschränkt. Ich lasse ja einen Schlosserlehrling auch nicht gleich im ersten Lehrjahr mit der Flex arbeiten oder mit einem Schweißgerät. Das heißt, die muss man natürlich entsprechend hinführen. Aber wir wollen, dass die jungen Leute nicht erst mit 17 in den Pflegebereich einsteigen können, sondern schon mit 15. Also diese zwei Schwerpunkte mit konkreten Forderungen werden wir auch mit einer entsprechenden Kampagne unterstützen. Die Kampagne wird sich beschränken auf entsprechende Plakatwerbungen, entsprechende Inserate, ein bisschen was wird da im Radio passieren. Also wir wollen das thematisieren und es ist auch dieser Bereich im Pflegebereich etwas, wo ich sage, da können wir strukturell was Sinnvolles tun und vor allem auch in der Teuerung auch die Menschen entlasten, in der Phase, wo wir so extreme Teuerung haben. Das sind die zwei Schwerpunkte, die wir jetzt beginnen werden. Und es werden natürlich weitere folgen, weil blau gedacht endet natürlich nicht mit diesen zwei Vorschlägen. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl. Also brauchen wir eh noch ein paar Vorschläge für die anderen Kollegen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bitte. Selbstverständlich. Pflegescheck 1.000 Euro monatlich und der Kinderbetreuungsweg, Familienscheck, wie Familienscheck. Soll der sein? Ja, beim Familienscheck kann man natürlich nicht in der Größenordnung denken. Ein Kindergartenplatz kostet so, je nachdem wie teuer der Kindergarten geführt wird, ich kann wieder nur von Zahlen ausgehen, die wir in unserer Gemeinde haben. Bei uns kostet er über das Jahr so 5.000 bis 6.000 Euro eine Betreuung, also im Monat so 500 bis 600 Euro. Und wenn ich heute sage, eine Familie zu unterstützen, dann denke ich in einer Größenordnung von 150 bis maximal 200 Euro, vielleicht in der Größenordnung, hier pro Kind zu unterstützen. Aber im Pflegebereich, da sind wir ganz in einer anderen Dimension. Also wie gesagt, da reden wir schon im Monat von 4.000 in der stationären. Und da brauche ich professionelle Pflege, die ich zukaufen muss. Ich muss mich sozial absichern können, weil eine Mutter, die ein kleines Kind hat, die ist eh in Karenz. Und sonst dann regelt sie das halt innerhalb der Familie, dass sie entsprechend sozial abgesichert ist, mit dem Mann mitversichert ist oder wie auch immer. Sie haben sicher überlegt, wie man das finanziert, oder? Bitte? Sie haben sich sicher überlegt, wie man das finanzieren soll. Ja, also in Kärnten sehe ich überhaupt kein Problem, wenn uns die Kollegen ein bisschen helfen, bei der Hypo ein bisschen mehr Geld zurückzuholen. 135 Millionen sind eh schon da. Da hat es vor allem noch knapp 1 Milliarde. Also da können wir das locker finanzieren in Kärnten. Und ich sehe das als gesamtstaatliche Forderung natürlich beides. Vieles hat in Kärnten begonnen, ich erinnere auf die Pflegelehre und andere Sozialleistungen, und die der Bund dann übernommen hat. Und für alles ist Geld immer noch da gewesen, und das wären, wie gesagt, strukturell sinnvolle Maßnahmen. Und Eco Austria, können es auf der Homepage schauen, hat eine Studie, was den Kindergarten betrifft. Die sagen, mittelfristig ist das sogar für den Staat eine auch finanzpolitisch sinnvolle Maßnahme, den Kindergarten gratis zu machen. Die Behauptung, dass Kärnten da sehr schlecht ausgestiegen ist bei der,
bei der Hypoauflösung gibt es ja schon seit Jahren, da hat man einen Untersuchungsausschuss gebraucht. Was sich mir nur immer die Frage stellt, wie will man denn das bewerkstelligen? Was gibt es denn für ein politisches Instrument, zu sagen, so, wir möchten jetzt die Milliarden? Das kann man ja fordern, aber wo ist das ja nicht realistisch, weil es ja überhaupt kein Instrument gibt, diese Forderung in die Realität umzusetzen? Brauche ja kein Instrument. Es gibt ja die Möglichkeit, natürlich nur die Möglichkeit, auf politischer Ebene das zu verhandeln. Mhm. So wie die Bayern offensichtlich sehr gut verhandelt haben mit Österreich und sich sehr viel Geld zurückgeholt haben nach Bayern. Also Sie erinnern sich sicher an den Kriegsbericht. Die Frau Kries hat das Risiko der Bayern damals eingeschätzt mit 6 bis 8 Milliarden Euro. Jetzt kriegen sie 6 Milliarden zurück. Kärnten hat schon mehrfach einen Beitrag geleistet bei der Abwicklung der Hypo oder beim Rückkauf auf der Hypo von 200 Millionen, jetzt bei der Abwicklung 1,2 Milliarden. Und man hat ja ganz andere Ergebnisse jetzt, wenn Sie sich anschauen. Man ist von 6 Milliarden Erlös ausgegangen, jetzt sind es 12 Milliarden, also das Doppelte, was Erlös ist. Alle Gläubiger kriegen jetzt 100%, 100, gell? Also nicht nur irgendeinen geschnittenen Prozentsatz. Im Kärnten bleibt zu 100% auf die 1,2 Milliarden hängen. Es kann nicht sein, aus meiner Sicht. Und das muss man natürlich politisch verhandeln. Und wir wissen ja, das ist ja auch eine Erkenntnis aus dem Untersuchungsausschuss hier in Kärnten, ist ja auch zugegeben worden, dass die Frau Landesrätin Schaunig, die Frau Finanzreferentin, das auch schon mehrfach versucht hat. Sie gibt es nur in der Öffentlichkeit nicht zu. Aber sie hat laut Aussage von Herrn Landeshauptmann und von Herrn Berner schon mehrfach versucht, bei jedem Finanzminister den Preis zu verhandeln, den Kärnten gezahlt hat. Also offensichtlich ist man schon selber draufgekommen, dass die 1,2 Milliarden zu viel waren und man wurde, entweder hat man nicht alles gewusst oder wurde über den Tisch gezogen und hat selber schon versucht, zurückzuverhandeln. Also die Verhandlung ist die einzige Möglichkeit, weil ich glaube, wenn der Landtag beschließt, wir wollen die Milliarden wieder haben, das wird zu wenig sein. Nein, das ist freilich, selbstverständlich. Was gibt es da für eine Möglichkeit, das realistisch einzufordern? Schauen Sie, also wenn ich Landeshauptmann wäre, es gibt ja eine Landeshauptleitekonferenz, wo immer alles Einstimmigkeit im Prinzip heißt und beschlossen werden muss, Kärnten muss ja nicht immer überall zustimmen. Also alle anderen holen sich die Rosinen aus dem Körper und wir sollen allen zustimmen. Also jetzt dann kriegen die Wiener 250 Euro und der Letzte hinten bei uns im Görtschitztal oder im obersten Mölltal kriegt auch 250 Euro und muss aber mit dem Auto fahren und der hat die Straßenbahn und die U-Bahn vor der Tür und fährt mit einem Ticket, auch noch mit einem Jahresticket mit 365 Euro, also 1 Euro Ticket, 1 Euro pro Tag. Und bei uns, wenn jetzt einer tanken geht, dann zahlt er über 100 Euro für eine Tankfüllung. Da fährt er dann eine Woche vielleicht. Also es ist eine völlige Ungerechtigkeit, was da passiert und gegen die muss man aufstehen. Den Rückkauf 2009 angesprochen haben und den Kärntner Beitrag von 200 Millionen Euro. Das Problem dabei war ja, dass die Haftungen damals beim Land geblieben sind, dass man die nicht wegverhandelt hat. Und auch der Herr Spindelegger hat gesagt, rechtlich wären die Haftungen auch bei einem 500 Millionen Beitrag bei Kärnten geblieben und damit das gewisse Risiko von Klagen von Nachrangläubigern. Also ganz weg war das ja offensichtlich nicht. Also die Argumentation kennen wir und das ist mir klar, dass alle auf dieser Argumentation draufbleiben, die aber falsch ist, schlicht und ergreifend falsch. Die Haftungen sind nie weg, die wären nie weg gewesen. Die Haftungen sind mit 1,2 Milliarden Beitrag Kärntens auch nicht weg. Die bestehen ja immer noch, sonst würden ja die Gläubiger jetzt nicht 100% kriegen. Also die Haftungen hat man mit der Summe, die Kärntner zugezahlt hat, überhaupt nichts zu tun. Die Haftung hat die Bank abgeschlossen, die Hypo mit irgendeinem Gläubiger. Und die besteht bis zum Schluss, bis die 100% kriegen. Und das ist jetzt der Fall. Und ob Kärnten jetzt an 500 Millionen dazugezahlt hätte oder 1,2 Milliarden, das war auch eine reine Verhandlung zwischen Kärnten und dem Bund damals. Und ich sage, die Verhandlung hat man schlecht geführt und deswegen war der Beitrag so hoch. Das ist ein Märchen, dass die Haftungen weg sind durch die 1,2 Milliarden. Die sind nicht weg. Die bestehen auch heute noch. Das ist einfach Fakt. Das brauchen wir nicht diskutieren. Das wird zwar so argumentiert, ich weiß es, aber es stimmt einfach nicht. Verstehst? Man kann natürlich versuchen, Fakten wegzudiskutieren, aber es geht nicht. Ein Fakt kann ich nicht wegdiskutieren. Es ist so. Das wird Ihnen jeder Gläubiger bestätigen. Er wird sagen, ich habe heute noch mehr Haftung, weil sonst hat er jetzt nicht einen zusätzlich bedingten Kaufpreis kriegen. Und eben 100%. Weil sonst hätte er mit 46% oder 86% zufrieden sein. Ist aber nicht, weil er sagt, du, meine Haftung besteht bis zum Schluss und wenn mehr aus, kumpel die mehr haben. Genau das haben die getan. Die Haftung, dass die Haftungen weg wären mit den 1,2 Milliarden, ist ein Märchen, bleibt ein Märchen. Das ist im
Ihnen wahrscheinlich auch bewusst, dass da die Beträge ganz andere sind mittlerweile. Wir Entschuldige haben einmal bis zu 24,7 Milliarden Euro Haftungen gehabt, das waren zwischendurch, waren es dann... Nein, schauen Sie, die 24,7 Milliarden werden auch immer gebracht, ja, selbstverständlich. Der Bund hat über 100 Milliarden Haftungen. Die Frage aktuell, gell? Die Frage ist immer, was steht dagegen bei einer Haftung? Und Kärnten war Ausfallsbürger. Sprich, wenn am Schluss von dem Vermögen, das die Hypo gehabt hat, noch was übrig bleibt, dann hat Kärnten müssen dafür gerade stehen. So ist es drin gestanden, in unserem Gesetz. Und dann hätte Kärnten auch noch die Möglichkeit gehabt, nachdem sie das hätten als Ausfallsbürger mal zahlen müssen, zu regressieren bei dem Eigentümer. Der Bund ist seit 2009 zu 100% Eigentümer. Also sage ich, wenn am Schluss was übrig bleibt, hätte ich mich beim Bund regressiert. Und wenn bei den Bayern so gewesen wäre, dass sie in Konkurs gegangen wären, dann hätten die Bayern über 70% als Eigentümer, nicht die Bayerische Landesbank, sondern im Endeffekt draußen das Land Bayern gehaftet. Und da hätte man es auch regressieren können. Also das sind einfach die Fakten und das ist die Situation. Die Frage ist, wie man die Geschichte erzählt und wie man sie hören will. Und viele wollen sie halt nicht anders hören. Kann ich auch nichts dafür. Wir versuchen sie aufzuklären. Wir versuchen Munition zu liefern im Sinne von Kärnten. Man ist nicht bereit, sie aufzunehmen. Was passiert mit diesen Schautafeln? Sind die nur für heute produziert worden oder werden die irgendwann die Öffentlichkeit bekommen? Nein, wir produzieren nichts für Tage, das ist für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, die kommen jetzt an überall hin, in sozialen Medien, wir werden sie plakatieren, wenn es sein muss, was auch immer. Und wir können sie gern der Landesregierung zur Verfügung stellen, damit sie vielleicht bei den Verhandlungen gute Argumente haben. Bitte. Eine Frage wäre noch aus dem Internet in die Richtung, weil Sie ja von den ÖVP-Affären gesprochen haben, zuletzt ja, dass die Parteifinanzen, Wahlkampfkosten im Jahr 2019 war der Rechnungshof der ÖVP nicht glaubt, werden Sie da für Neuwahlen im Bund, allenfalls auch zusammen mit einer Landtagswahl einer vorgezogenen? Also ich habe es eh schon gesagt oder anklingen lassen, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll und unbedingt auch notwendig, nicht gleich sinnvoll. Also die Bundesregierung ist handlungsunfähig, ich habe es schon mehrfach gesagt, am Rednerpult im Parlament, hier bei Pressekonferenzen. Und jetzt schmeißt ein Landeshauptmann nach dem nächsten das Handtuch, weil sie offensichtlich da nicht mehr mitmachen wollen und das nicht mehr ausbauen wollen. Die ÖVP steckt im Korruptionssumpf, die bedienen sich aus allen Töpfen schamlos vom Steuerzahler. Also es braucht Neuwahlen. Die Grünen setzen ihr Fundipolitik um. Also es war das Gescheitste, man würde Bund und Länder zusammenfassen. Also wir haben jetzt, glaube ich, in Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Kärnten Landtagswahlen. Und dann im Bund gleich dazu, hätte man so einen Haufen Geld ersparen und einen Wahlgang und das wäre erledigt. Also mit einer Landtagswahl zusammenlegen? Ja, die vier Landtagswahlen plus die Bundes-, also Nationalratswahl zusammenlegen und dann würde man so viel Geld ersparen und werden neu aufgestellt, was so dringend notwendig ist. Wann im Herbst? Ich gehe davon aus, dass die Tiroler im Herbst wählen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass eine gewisse Dynamik hineinkommt und auch andere Bundesländer jetzt noch einmal darüber nachdenken, ob man nicht doch vorgezogene Neuwahlen will. In Kärnten haben wir ja die Situation, dass Schwarz und Rot oder Rot und Schwarz nur mehr streiten miteinander, siehe Flughafen. Also es geht eh nichts mehr weiter. Also besser kurz und schmerzlos. Geht sich das von den Fristen her aus? Jetzt haben wir immerhin schon Mitte Juni. Also ich glaube schon, jetzt hat der Herr Landeshauptmann Kaiser und die SPÖ haben eh zwei Tage Zeit drüber nachzudenken bei ihrem Parteitag. Da können sie das gleich beschließen und wenn sie wollen, kriegen sie so Unterstützung dann im Landtag und dann wollen wir im Herbst. Gut, danke schön.